Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance. Und ich habe mich entschlossen, Assassin's Creed Black Flag noch einmal neu zu spielen, und zwar mit euch zusammen. Ich habe das damals richtig gehypt, aber bei weitem nicht durchgespielt, weil es natürlich sehr komplex ist. Genauso wie Origins. Da würde man ja, wenn man nicht ein YouTuber ist, irgendwann aufhören. Zwischendurch. Festhalten! Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Kenway, geh ans Ruder, verdammt! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Sie geht gleich runter! Wolltet gern schwimmen, hä? Der Gegner bekommt Verstärkung, Sir! Ich denke, das ist ein Kutter! Verdammt! Gebt ihn eine gute Breite! Feuer! Runter auf den Grund! Ihn am Tor zur Hölle! Noch mehr von den Hunden, Sir! Feuer! Bring uns näher, Kenway! Wir versenken sie! Feuer! 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 Bereit zu feiern! Feuer! Haha! Ich geh ihn am Tor zur Hölle! Das Magazin! Es explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Ist es gefährlich? Edward! Hm? Die Freibeuterei. Ist das gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es.
War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hol ich mir, Früchtchen! Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Und wie immer ist es ratsam, bei Assassin's Creed so schnell wie möglich die verschiedenen Schnellreisepunkte zu bewegen, also zu erfüllen. Mach ich doch. Greittaste. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Folge mir und du stirbst! Wir könnten uns zusammentun. Vom Leib!
Hallo. Hey. So ein Geschmarri. Entschuldigung. Die Steuerung ist ein wenig anders. Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. So, erster Teil wäre geschafft. So, jetzt müssen wir nacheinander natürlich hier schauen. Gott, wie ging die ganze Steuerung nochmal? Hier haben wir Karten und Leichen. Hier haben wir Schnellreisepunkte teilweise freigeschaltet. Teilweise nicht freigeschaltet. Der ist jetzt zum Beispiel nicht verfügbar. Der hier ist nicht verfügbar. Warum ist die Schnellreise nicht verfügbar? Keine Ahnung. Na? Also das geht im Augenblick nicht anscheinend. Wir müssen hier diese Animus-Fragmente und die verschiedenen Truhen natürlich finden. Meierstele sind auch immer ganz gut aufzudecken. Und so müssen wir uns durch die Karte kämpfen. Und es ist immer ratsam, das gleich zu machen, bevor man irgendwie weitergeht. So. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Punkt hier vorne, den hatten wir ja eigentlich gerade freigeschaltet. Ich habe nur keine Ahnung, warum der nicht funktioniert hat in der Map selber. So, über Escape können wir dann unsere verschiedenen Sachen, wir können hier verschiedene Sachen herstellen, wir können hier unser Inventar anschauen, Missionsgegenstände, Munition für später, dann verschiedenes Jagdzubehör, ob wir schon Knochen gefunden haben, vorhin haben wir ja einen, und ob wir schon Schatzkarten haben. Die Schatzkarten, die findet man dann später, kann man die dann an verschiedenen Orten aufdecken und kriegt dann den entsprechenden Schatz, und das ist immer ein Haufen Geld. Na, Abstergo-Herausforderungen sind dann bestimmte Herausforderungen, die wir
hier machen müssen. Zwei Herausforderungen sind beendet, die anderen nicht. Na? Und so weiter und so fort. Unsere Ausrüstung, nein. Inventar. Irgendwo konnte ich doch meine Montur noch einsehen. Gute Frage, nächste Frage. Munition, Jagdzubehör, Missionsgegenstände, Schatzkarten, das ist es nicht. Edward Upgrades sind es, glaube ich. Monturen. Also, hier können wir jetzt zum Beispiel unseren Piratenmantel, da könnten wir bestimmte Sachen kaufen. Wir haben jetzt im Augenblick die Edward-Kunde oder Entdeckermontur. Nicht verfügbar. Ist immer gut. Na, die anderen kosten alle was. Na? Nicht verfügbar. Die müssen wir, glaube ich, dann... Na, dann haben wir hier verschiedene Schwerter. Die müssen wir auch erst uns... Verfügbar, nicht verfügbar. Na, also da können wir zwischen den verschiedenen Sachen erworben. Wir haben hier... Ich glaube, da müssen wir auf dem Schiff sein, um die umzuziehen. Okay, das sind also die verschiedenen Sachen und wir müssen dann hier auf der Karte das unterschiedlich aufdecken und versuchen zu finden. Wir haben hier zum Beispiel in der Richtung noch einen Schatz zu finden. Das ist zum Beispiel... Hier hoch. Wenn wir hier hochgehen, haben wir irgendwo hier in der Gegend eine Schatztruhe, wie ihr seht. Wir haben ein Glitzerdingens. Ein Erinnerungsstück. So können wir nicht hochklettern. Können wir hochklettern? Hier können wir. Und so haben wir wieder Jagdbeute gemacht. Ah, und so kämpfen wir uns jetzt durch die ganze Karte. Versuchen hier weiterzukommen. Und ja, nicht irgendwas liegen zu lassen. Wir rennen wieder nach. Und heute. Das ist wieder, wie bei jedem, ganz wichtig, hier relativ viel abzusahnen, weil man danach dann seinen Charakter doch erheblich schnell aufrüsten kann. Hier bei dem Spiel ist es noch so, dass wir dauernd über die verschiedenen Gabeln weiter hochkommen. Und dann Beute machen. So, aber wo dieser eine, die eine Kiste, die muss jetzt unterhalb sein. Wahrscheinlich. Hier.
Mit V haben wir in dem Fall einen Röntgenblick. Da können wir dann sehen, ob Feinde anwesend sind. Ja, wir haben hier wieder irgendwo da oben. Na, so nicht. Und Dozimmer? Nee, oder auch nicht. Aber gerade nicht. Na, jetzt komme ich wieder nicht weiter. Achtung, kommt jetzt hoch? Nein. Jetzt komme ich hoch. Manchmal ist das nicht ganz logisch. Na, oder auch nicht. Ist das wieder fast runtergefallen. Ich will unbedingt diesen kleinen Erinnerungsbatzen da haben. Nein! Oh Mann. Manchmal nervt. Da muss ich da ganz hoch, da muss ich hier den Baum hoch. Dran. Ja. Na, so kommen wir dem Ganzen dann näher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Stream. Ciao.